Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aero. Herzlich willkommen, David Schwinger. Guten Morgen, hallo Christine. Unser Thema heute: FortiCloud. Wie bereits angeteasert, FortiCloud vereinfacht den Netzwerkbetrieb für FortiGates und die ganzen angeschlossenen Geräte, wie zum Beispiel die ganzen Switches, FortiExtender. Und liefert bei der erstmaligen Bereitstellung, Einrichtung und laufenden Wartung erstklassigen Service, wie uns der David in den nächsten, sag ich mal, 30 Minuten. 30 Minuten, genau, Dankeschön, berichten wird. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, bitte über das Fragefenster zu stellen. Und damit, lieber David, darf ich dir die Moderation übergeben. Ja, danke. Ja, auch schönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, es geht um FortiCloud, Security as a Service, also nicht nur Bereitstellung, sondern auch Security as a Service. Und gleich einmal vorweg eine Frage an dich, Rainer. Wie lange glaubst du, gibt es eigentlich schon Cloud Computing? Naja, ich bin jetzt auch schon einige Jährchen in der IT, aber ich schätze weit über 20 Jahre. Genau, also so rund 20 Jahre gibt es Cloud. Das heißt, man kann sich eigentlich gar nicht mehr wehren gegen Cloud. Und somit ist es ja eigentlich schon auf der Tagesordnung, dass man Cloud Computing oder Cloud Services verwendet. Ja, Fortinet gibt es jetzt zwar jetzt noch nicht schon 20 Jahre in der Cloud, aber wir haben ein riesengroßes Portfolio mittlerweile. Und im Prinzip die Herausforderungen in der Cloud sind eigentlich die Vereinfachung der Network Operations. Warum machen wir das? Es gibt einfach zu viele Administrationskonsolen. Es gibt auch, das Management wird immer komplizierter. Wir haben sophisticated Cyber-Threats. Und ja, do more with less. Man spart sich natürlich auch einiges. Man spart sich die Betriebskosten im Rechenzentrum. Man spart sich jede Menge Hardware, Stromkosten und so weiter. Das, was man natürlich braucht, ist Internet, logischerweise. Nur Security as a Service erfordert Internet. Moment, ich muss dann weiterklicken. Ja, Fortinet bietet, FortiGuard Security Service ist ja ein Bestandteil unserer Cloud. Wir beziehen das mit jeder Box. Das ist jetzt nicht das grundsätzliche Thema von heute. FortiGuard ist einfach gesetzt, beinhaltet IPS, Webfilter, DNS, AV, Sandboxing und IoT Security. Wir wollen einfach mit unserem Cloud-Angebot dieses Cloud-Based Central Management anbieten. Ganz simpel. Wir haben ein Zero-Touch-Provisioning-Szenario, wo wir im Prinzip bestehende FortiGates oder FortiProducts von der Ferne mit einem Cloud-Key einfach in die Cloud holen können und dann konfigurieren können. Wir haben die Fortinet Security Services. Wir haben die FortiCloud-Account-Absicherung mit Role-Based Access, mit Two-Factor-Authentication und mit IAM-Accounts. Das heißt, ich kann im Cloud-Account zusätzliche Accounts anlegen, um dann die Administration einfach zu vereinfachen und zu verteilen. Ja, Scalable, Zero Trust Provisioning und aber auch Multitenancy. Genau, FortiCloud Overview, also wir sind derzeit in der Version 23, also FortiCloud gibt es in der Version 23 mittlerweile. Wird immer bunter, immer besser, immer schöner. Das ist im Prinzip jetzt die FortiGate Cloud, eine Darstellung. Wir schauen uns das dann eben im Nachgang noch in einer Live-Demo an. Die Service Options, es gibt immer ein Free Service und ein Paid Service. Also jeder, der sich eine FortiGate kauft zum Beispiel, hat im Prinzip auch eine FortiCloud-Möglichkeit, also sprich, er kann dort hineinloggen, er kann ein Basic-Management machen und so weiter. Im Paid-Service gibt es im Prinzip eine Unlimited Configuration. Man kann auch Cloud-Backup machen, man kann Remote Access machen. Ja? Das schauen wir uns dann auch noch an. So, das switcht immer runter, interessanterweise. Access FortiCloud Cloud via FortiCloud Portal. Wie man sieht, diese Liste ist lang. Es gibt jetzt neben dem Asset Management, was im Prinzip jeder kennt, wenn er erstmalig ein Produkt registriert bei uns, gibt es FortiGate Cloud, FortiManager Cloud,
Client EMS, LAN Cloud, Extender Analyzer, SOAR, Presence, Caspi und so weiter. Und ja, unser Portfolio wächst jährlich. Ich darf jetzt gar nicht sagen, wie viele das sind, aber es werden um die 60 Produkte sein und ich glaube, so die Hälfte der Produkte sind auch als Cloud-Service mittlerweile angebunden. Ich habe schon kurz angesprochen, dieses Zero-Touch-Provisioning oder das, wie kommen überhaupt die Devices in die Cloud? Das geht ganz einfach. Bei jedem Gerät gibt es einen FortiCloud-Key. Wenn es den nicht gibt, kann man den extra kostenlos dazu bestellen und dazu kann ich dann im Prinzip die FortiGate in die Cloud bringen und habe im Prinzip eine Art Zero-Touch-Provisioning-Möglichkeit. Wir haben ein umfassendes Konfigurationsmanagement. Das heißt, mit der FortiGate Cloud Management Option haben wir die Möglichkeit, eigentlich einer Basis-FortiManager-Möglichkeit. Das heißt, wer jetzt nicht on-premise einen Manager hosten möchte, kann auf die Idee kommen und sagen, okay, der Manager ist bei Fortinet in der Cloud. Hat natürlich den Vorteil, ich kann natürlich Configuration Backups machen, Restores machen, Upgrade Firmware Versions, ich kann SD-WAN Management konfigurieren und so weiter. Ich kann auch aus der Cloud CLI Templates generieren und auch natürlich die CLI Scripts gescheduled laufen lassen. Ich habe eine komplette Network Visibility über mein ganzes Inventory. Man sieht hier unten schon ein bisschen angeteasert. Da stehen viele Seriennummern, viele Namen. Es gibt auch unterschiedliche Sub-Accounts, wenn ich in einem Multi-Tenancy-Setup bin. Ich sehe den Status, Management-Konnektivität und so weiter. Und über eine Google Maps-Plugin sehe ich dann verteilt die ganzen FortiGates, FortiProducts auf der Welt oder halt in meiner Umgebung verteilt. Ja, FortiGuard Security Service, es geht noch ein bisschen weiter. Wir haben ja auch ein CIEM, ein SOAR und so weiter. Es geht auch in Richtung EDR, also Endpoint Detection and Response. Also wir haben unsere Endpoints, unsere Networks, wir haben unser Security as a Service. Und wir haben natürlich dann letztendlich ein Open Ökosystem für auch natürlich in Richtung andere Cloud-Konnektoren oder aber auch in ein Hybrid-Szenario. Ja, wir haben auch eine komplette Visibilität in die Attack Surface, das heißt, es gibt wunderschöne Berichte, beziehungsweise hier geht es jetzt um die FortiViews, um Summaries, um Threads, Zusammenfassungen. Kommen Angriffe, von wo kommen sie, wer steckt dahinter, um was geht es da eigentlich und so weiter. Das heißt also alles das, was ich mir natürlich auch on-prem mit einem Analyzer oder mit einem IOC-Service aufbauen kann, kann ich natürlich auch aus der Cloud beziehen. Das heißt, man sieht schon, eigentlich ist es nur noch notwendig, dass man seine Perimeter-Firewall hat, ja, wirklich direkt am Standort. Und angenommen, ich skizziere jetzt einen mittelgroßen Betrieb, der verteilt ist in ganz Österreich von mir aus und mit 3 Standorten in Österreich, dann könnte ich das komplette Management und eben die Verwaltung quasi in die Cloud legen und dann eigentlich nur noch die wirklich notwendigsten Instanzen einfach on-prem betreiben. Ja, ich glaube, last but not least, Report Automation. Es gibt wunderschöne Reports, die ich dann auch aus der Cloud per E-Mail beziehen kann, um vielleicht auch dem C-Level einfach zu zeigen, dass Security wirklich wichtig ist. Es gibt natürlich auch Admin-Reports, wo ich dann wirklich auch technische Analysen fahren kann. Ja, Cloud-Sandboxing ist eigentlich schon, Basic Security Feature mittlerweile gibt es auch als Subscription. Jede FortiGate mit diesem Advanced EV Subscription hat im Prinzip diese Sandbox Subscription dabei, wo ich dann im Prinzip meine Files in die Cloud schicken kann, um sie analysieren zu lassen. Nicht nur die FortiGate kann in die FortiSandbox Cloud reporten, sondern eben auch die FortiMail zum Beispiel.
oder auch ein FortiProxy. Also das macht auf alle Fälle Sinn. Ist eher für den SMB-Bereich interessant, das Cloud Sandboxing. Wenn es dann wirklich zur Sache geht und es um Durchsatz geht, muss man in diesem Fall wirklich auf eine On-Premise-Sandbox zurückgreifen, weil es da wirklich auf Durchsatz geht. Ja, ich glaube, das ist die letzte Folie, bevor wir zum quasi Hands-on oder zum Showcase kommen. Multitenancy, wenn sich jetzt ein oder andere schon gefragt hat, naja, ich bin ja eigentlich ein Partner vielleicht, ja, und ich habe viele Endkunden, wie mache ich denn das dann mit der Cloud? Ja? Also es gibt auch die Möglichkeit, Multitenancy-Subscription zu machen, wo ich dann unterschiedliche Devices im Prinzip managen kann, kopieren kann. Man sieht hier anhand des Beispiels HQ, Company 1, Company 2. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. So, Cloud beginnt mit einem Internet, beziehungsweise mit einem Webbrowser. Ich zeige euch jetzt einmal so, wie sich die Cloud bei uns darstellt. ja, support.fortinet.com ist im Prinzip die URL und dann komme ich im Prinzip auf meinen FortiCloud-Account. Ja, über das Asset Management braucht man glaube ich nicht reden, das kennt jeder. Da kann ich meine Produkte registrieren, ich kann meine Produkte im Prinzip darstellen. Die meisten kennen vielleicht nur Support, Fernweh-Image, ja, oder Create Tickets. Ja. Es gibt aber hier auch noch Services, ja, und das haben wir schon ein bisschen in der Folie gesehen. Da gibt es eben Cloud Management und Cloud Services unterteilt. Ja. Wie gesagt, es gibt zwar die kleinen DMS in der Cloud Manager und so weiter. Ich will es jetzt nicht mehr nochmal aufzählen. Das Basic Feature oder das erste Feature, mit der wir in die Cloud gegangen sind, war die FortiGate Cloud. Wenn wir da hineinkommen, wäre ich redirected auf die FortiGate Cloud. Ich habe dann über meinen Account die Möglichkeit, mich dort einzuwählen. Cloud hat auch immer etwas damit zu tun, dass man ein paar Sekunden länger warten muss. Und dann komme ich im Prinzip auf mein Inventory aus der FortiGate Cloud. Und ich habe hier jetzt mehrere Produkte drinnen. Das ist immer so beim Webinar, da dauert es immer ein bisschen länger, ja? Ja, ich habe letztens bei einer Veranstaltung gesagt, das ist wie der Titel von der berühmten österreichischen Gruppe von Opus, Life is Life. Genau, das, richtig, das ja. Kannst du halt einfach haben. Ja. Richtig. Genau, jetzt sind wir endlich da. Ja, man sieht hier also die ganzen Devices, die da registriert sind, entweder ohne Subscription oder mit Subscription. Ja, man sieht hier mal so eine kleine Übersicht einmal. Schauen wir uns mal das Basic Feature an, was wirklich interessant ist. Ja, ich habe hier ich bin jetzt gerade bei der Arrow und ich habe jetzt da eine FortiGate, die irgendwo steht und ich möchte auf die zugreifen. Es gibt natürlich Wege über VPN, über CTNE, wie ich auf eine FortiGate zugreifen kann. Aber wenn es leicht gehen soll, ich gehe in meinen Support Account, sage Remote Access, das FortiGate Web Admin Board wird automatisch eingetragen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster und ich kann mich im Prinzip quasi über den FortiCloud Proxy auf meine FortiGate anmelden. Ja, das heißt, es geht quasi über diese FortiCloud hinweg und ich bin jetzt einfach dann hier auf einer FortiGate, die südlich von Wien steht. Ja. Das nächste ist, ich kann auch eine individuelle Device View machen. Das heißt, ich klicke da drauf, dann öffnet sich ein weiteres Fenster und ich sehe jetzt im Prinzip jetzt alles, um was es jetzt hier bei dieser FortiGate geht. Das heißt, ich sehe FortiView, Summary, User Dashboards. Das ist halt jetzt ein Test FortiGate, deswegen sehen wir da jetzt nicht viel. Ich probiere da was herauszufinden. Also man sieht dann hier eben die ganzen FortiView-Teile. Ähm,
Ja, egal. Monitoring, Logview, Event Management, Reports. Es geht auch ins Management. Das heißt, ich kann hier aus der Cloud heraus, ohne dass ich jetzt mit der FortiGate jetzt direkten Kontakt habe, einfach ein neues Backup machen und hier dementsprechend ein Backup anlegen. Und ich habe im Prinzip mein Backup bereits gemacht. Ich kann upgraden. Da öffnet sich wieder ein neues Fenster. Und da komme ich dann quasi in die Upgrade-Funktion, wo ich dann dementsprechend remote die FortiGate auf eine andere Version upgraden kann. Oder ich gehe in die Config. Und da habe ich dann noch mehr Möglichkeiten. Sofern ich natürlich die richtigen Lizenzen habe. Und das ist im Prinzip jetzt eigentlich schon ein richtiger FortiManager. Das heißt, ich kann hier wirklich komplett alle Settings durchführen. Ich kann hier die Timezone ändern von mir aus. Und genau, ich kann die Interfaces konfigurieren. Also ich brauche da jetzt nicht viel herumtun. Es ist im Prinzip eine Manager-Funktionalität, eine sehr umfassende Manager-Funktionalität, ohne dass ich jetzt auf irgendeinen physischen Manager, sei es jetzt VM oder Hardwarebox, drauf zugreife. Ja? Ja, es geht natürlich dann hier auch um Sandboxing, sofern es eine Lizenz gibt. Hier sieht man ganz genau, es gibt keine Lizenz. Man sieht hier im Prinzip dann die Übersicht der Sandbox-Services. Nicht nur FortiGates können in die Cloud reporten. Hier ist vielleicht gleich ein Teaser für in 2 Wochen. Auch eine FortiPAM kann in die Cloud locken zum Beispiel. Ja. Und ich könnte, glaube ich, wenn das geht, nein. Kann ich keinen Remote Access machen. Da kann ich jetzt im Prinzip nur hineinloggen. Ja. So, schauen wir uns vielleicht noch andere Services an. Also das ist die allerseits bekannte Funktion aus der Cloud, FortiGate Cloud. Das nächste, ja, FortiMS Cloud. Ist vielleicht eine ganz wichtige Geschichte. Jeder, der mit EMS schon zu tun gehabt hat, egal in welcher Version, wir brauchen als Plattform einen Windows-Server. Wir haben eine MS-SQL-Database drinnen. Wir müssen natürlich uns um die Updates kümmern und so weiter. So, jetzt habe ich da. Und natürlich, wenn Ja, das ist halt Cloud, so wie sie lebt. Es gibt Maintenance Windows, es gibt Connection-Probleme, aber grundsätzlich laufen die Services im Hintergrund sehr stabil. So. Okay, so. Hier sieht man im Prinzip das FortiClient Endpoint Management System, wo ich dann im Prinzip alle meine Endpoints drin habe, sofern ich welche habe. Und ich habe das Service im Prinzip aus der Cloud. Ja. Das heißt, ich brauche mich um keinen Update-Zyklus mehr kümmern. Die Clients kommen ja auch aus der Cloud, wenn man so will. Also die sind ja remote, die werden gemanagt aus der Cloud. Ich habe die Möglichkeit, hier meine LDAPs per 6x6 reinzumappen und habe eben so Verbindung zu meinem Repository in meinem LDAP. Also das macht aus meiner Sicht extrem viel Sinn, einfach FortiClient-Management aus der Cloud zu betreiben. Das nächste ist ja FortiManager Cloud, das ist quasi die FortiManager Extended Cloud. Das ist quasi eine Software as a Service. Moment, die habe ich da ein Problem. Genau, das ist jetzt der FortiManager, FortiCloud.com. Und ich habe Zugriff im Prinzip genauso wie jetzt auf das IMS auf einen echten FortiManager. So, wer den Manager schon mal gesehen hat, schaut im Prinzip ident aus. Das heißt, ich habe hier mein Device Management, sofern ich welche habe, VPN Manager, AP Manager, Policies, Objects. Also das ist wirklich ein echter Manager, einfach nur zur Verfügung gestellt aus der Cloud. Ja. Beim Analyzer Datto, das heißt, ich habe tatsächlich dann auch wirklich einen gehosteten Analyzer.
zur Verfügung. Das macht Sinn, wenn ich mehrere Standorte habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, naja, wenn alle Standorte in mein Rechenzentrum locken, dann mache ich mir die Bandbreite mit Logs dicht. Besser ist es doch, wenn ich in die Cloud log, dann hat die Fortinet das Problem, aber nicht ich selber. Macht Sinn, den Analyzer in der Cloud zu hosten. Ja? Wiederum so ähnliche Login-Maske wie beim Fortimanager. Beginnt wieder mit Device Management. Und ich sehe dann meine Devices drinnen. Da sieht man, dass eine Fortiget in Realtime hineinloggt, die andere nicht. Ja, was auch schon angeteasert worden ist, es gibt auch die Fortiextender Cloud und die LAN Cloud. Bei der Fortilan Cloud geht es darum, wie verwalte ich meine Switches. Und da habe ich die Möglichkeit, einfach meine Switches über die Cloud zu managen. Das macht Sinn, wenn ich einfach eine Manager-Sicht, eine zentrale Management-Sicht über meine Switches über mehrere Standorte haben möchte, dann macht das natürlich Sinn. Ich habe aber die Möglichkeit, hier natürlich meine Access Points über die Cloud zu managen. Ja, Extender Cloud, dann sind wir mit der Infrastructure as a Service quasi fertig. Gibt es auch, das heißt, hier gibt es dann auch die Device Inventory, ich kann Upgrades machen, Zertifikate aufbringen und so weiter. Und habe im Prinzip hier die Möglichkeit, meine Extender zu verwalten. Was es noch gibt, ist die HTML aus der Cloud. Macht Sinn. Wir sind gerade in einer riesengroßen Transition-Phase seit vielen, vielen Jahren. Alle wollen irgendwie komischerweise in die Microsoft Cloud und jeder hat Exchange Online und so weiter. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der immer noch seine HTML quasi in seinem Rechenzentrum hat. Und jeder Techniker, der sich mal das Wegekonzept überlegt hat, wird darauf kommen, ja, das Mail als MX kommt bei mir in Österreich rein, dann muss ich es in die Cloud schicken, dann kommt das Mail wieder retour ins Postfach und eigentlich sitzt der quasi neben mir, macht keinen Sinn, warum lege ich nicht den MX, ja, vielleicht zu Office 365, oder ich möchte eine zusätzliche Absicherung über Fortimail, das heißt, warum nicht Fortimail in der Cloud? Wegekonzept ist einfach relativ simpel. Ja, hier sehen wir eine komplette HTML in der Cloud und ich habe hier wieder die Möglichkeit, meine Domänen zu konfigurieren, meine Policies aufzubringen, meine Recipient Policies zu machen und natürlich auch mein Wegkonzept zu gestalten, wohin die Mails ausgeliefert werden. Das heißt, es geht halt in einen anderen Mail-Server dann natürlich oder eben Office 365. Was gibt es sonst noch? Fortitoken Cloud, das haben wir vor 2 Wochen im Rahmen des Aero-Webinars gesehen. Da geht es einfach darum, wie mache ich meine User-Authentifizierung, wie mache ich meine Sammel-Authentifizierung. Single Sign-On, ja. Ich möchte einfach Herr meines IDBs sein und einfach dementsprechend, das war die falsche. Trust, das ist es. Möchte einfach meinen IDB überall positionieren. Ich möchte meine Fortimobile Tokens verwenden. Ich möchte vielleicht meine eigenen Fido Tokens verwenden. Somit habe ich die Möglichkeit hier einfach direkt auf einen Authenticator einzusteigen, der in der Cloud gehostet ist. So, da ist er. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mein User-Management zu machen, Local Users, Remote-User-Anbindung über LDAP, abgesichert über CTNet-Tunnels. Ich habe dann die Möglichkeit, hier meine Service-Providers für SAML aufzubauen und habe im Prinzip habe einfach den IDB aus der Cloud. Ja? Das Fortitoken Cloud ist im Prinzip nur das Repository für die Tokens. Da habe ich auch die Möglichkeit, diese Tokens mit den Fortigates zu verheiraten oder ich nutze die Forti-Cloud-Tokens im Forti-Authenticator aus der Cloud.
Was haben wir noch? Sandbox Cloud haben wir. Ja, für die Web Cloud, da kann ich leider nicht viel herzeigen. Ist im Prinzip ein Reverse Proxy Angebot von uns. Das heißt, jeder, der die FortiWeb kennt, weiß, um was es da jetzt geht. Reverse Proxy, ich muss einfach Webseiten absichern. Wenn die jetzt irgendwo gehostet sind, muss man schauen, ob es die Möglichkeit gibt. Ich habe hier die Möglichkeit, einfach Applications hinzuzufügen. Also ich kann hier meine Web-Application absichern. Ich trage dann hier meine Domäne an, bilde dann im Prinzip ein Netzwerk, kümmere mich um die Security, baue dann natürlich dann die DNS um, damit also die Web-Appliance natürlich dann die Requests Richtung Webseite bekommt. Und im Prinzip ist dann die Webseite mit einem Reverse-Proxy abgesichert. Ist der kleine Bruder von der FortiWeb, nur besser als gar nichts, als würde ich einfach eine Homepage irgendwo einfach so frei ins Internet stellen. Ja, es gibt dann auch jede Menge. Ich glaube, die wichtigsten habe ich erzählt. Das, was sehr im Kommen wird, leider habe ich da jetzt keinen Zugriff, ist FortiSASE. Vielleicht machen wir da auch einmal ein extra Webinar über SASE. Da geht es also um Cloud-Proxy-Funktionalität und natürlich auch Client-Management und SD-WAN im Prinzip. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Überblick gegeben. Ich habe heute absichtlich keine SKUs, irgendwelche SKUs erwähnt. Wenn ihr Interesse habt an einem einzelnen Produkt oder an mehreren Produkten aus der Cloud, wendet euch einfach bitte an die Arrow. Und die werden dann dementsprechend an uns herantreten und dann können wir so in Kontakt treten. Genau so werden wir das machen. Vielen Dank, David. Aber weil wir heute schon so viel über Cloud gesprochen haben, danke, ein bemerkenswertes Portfolio. Ich möchte trotzdem auch nur noch einmal, ich meine, die Satz da ist leider nicht oben, aber auch Teile von Fortinet sind mittlerweile in unserer Cloud-Management-Plattform drinnen. Es ist im Prinzip, weil es jetzt gut zum Thema Cloud halt reinpasst, ja. Unsere Aerosphere, unser Cloud Marketplace, wo wir über 30 Hersteller mittlerweile drin haben, eine Eigenentwicklung der Aero international, möchte ich sagen, ja. Also das ist quasi unser Online-Shop. Stellen Sie sich das vor wie ein Amazon Store. Es ist eigentlich nichts anderes. Wir können das ganze Ding auch white labeln, so dass Sie es, wenn Sie, sofern Sie mal planen oder also, schon einen Online-Shop betreiben, kann man im Prinzip unsere Produkte, also die wir distribuieren und unseren geschätzten Technologiepartnern, kann man die da einfach mit verheiraten. Ja? Also einfach, sei es nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Ja? Sehr gut. Und auch vom Fortinet kommen immer mehr Produkte rein. Ja? Also wie gesagt, das ist halt immer eine Frage der Zeit, aber was ich weiß, ist es FortiSIEM und FortiMail drinnen mittlerweile. Mhm, cool. Ja? Also wie gesagt, sorry, dass euer Logo da jetzt nicht drin Danke, ist, Wochen, ja. Aber es sei es der Vollständigkeit halber erwähnt. Gut. Was bieten wir für, ich denke, viele von Ihnen, von euch wissen es, wir sind ein sehr großes Team mittlerweile innerhalb der Aero ECS Österreich. Das heißt, also einerseits ist natürlich das Thema Tagesgeschäft, auch Stock Order. Ist immer so ein Thema, Lagerverfügbarkeit. Das haben wir natürlich selbstverständlich am Radar. Die Folien werden im Nachgang sowieso nachgesendet, aber natürlich auch das unser Operations-Team. Das heißt, alles, was dann von Ihren wertvollen Bestellungen an uns übermittelt werden, müssen wir natürlich auch abarbeiten. Aber auch ganz wichtig sei erwähnt, Fortinet ist für uns in der Aero ein ganz, ganz strategischer Hersteller. Das heißt, deswegen sind wir auch autorisiertes Trainingszentrum. Meine Kollegin, die Marion Beate Hochreiter, kümmert sich da sehr gerne um etwaige Zertifizierungen, die halt dann vorgeschrieben werden und natürlich dann auch die Technik letztendlich. Ja, mit dem Gerrit Schuh und dem Florian Fuchs und letztendlich, last but not least, ihre Ansprechpartnerin, die Tomka Waldoschek. Ja, also deswegen haben wir das jetzt einfach nochmal gepostet. Wenn Sie Unterstützung brauchen, wie gesagt,
Es ist ganz wichtig, dass wir da auch Sie, euch unterstützen können. Wir haben ein Ticketing-System. Das ist einfach diese gepostete E-Mail-Adresse. Das heißt, einfach da hinschreiben. Ja. Auch wir sind mittlerweile sehr viel auf den diversen Social-Media-Kanälen tätig. Ich glaube, viele kennen es von Ihnen, von euch. Ich schicke das einfach da so raus. Wie gesagt, unser YouTube-Kanal, wo wir das auch, unser heutiges Webinar wieder posten werden. Ja, sehr gerne. Ja. Einfach da abonnieren. Wir freuen uns über jeden Follower. Aber ich denke, wir produzieren da sehr sinnvollen Content. Wie gesagt, mein Name ist Rainer Warnacek. Ich bin der Partner Sales Manager. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, quer über das Herstellerportfolio, bitte kontaktieren Sie mich oder unser ganzes Team. Wir sind ja mittlerweile relativ ein großes Team mit über 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber wie gesagt, ich bin Ihr sogenannter Spock. Gut. Damit, sofern keine Fragen aufgetreten sind, sehe ich jetzt nichts. Ja, vielen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse. Ah ja, eins ist mir noch eingefallen. Save the date, 30.03. FortiPAM. Genau, nächstes Webinar, FortiPAM, Privilege Access Management. Ein relativ junges Produkt bei der Fortinet, aber höchst interessant, um dem Passwortwirrwarr für die Administratoren und den gesicherten Zugriff auf die Kundenservice-Systeme abzusichern. Super. Dann danke, dass du da warst, David. Bitte gerne. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.